Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dieser Mann hier, Edmund von Wolfach, führt unsere 600 Straßburger Männer an in Iberien, die dort an der Seite der anderen christlichen Kämpfer im ersten Kreuzzug dort kämpfen. Und es wird gleich zu der nächsten großen Schlacht kommen. Die ersten Schlachten sind leider alle verloren gegangen. Dementsprechend sieht der Kriegsstand hier nicht sehr günstig aus. Aber jetzt bin ich ganz optimistisch. Das Problem ist, dass diese beiden großen Armeen hier gerade diesen Ausschiffungsmalus haben. Das könnte knifflig werden. Ansonsten zahlenmäßig müssten jetzt die Christen überlegen sein. Wir schauen uns das gleich an. Wir gucken kurz zurück ins Reich, denn dort gibt es eine erfreuliche Entwicklung. Hier, unsere Tochter, Herzogin Helene, ist erneut schwanger. Und ich sag mal, wenn sie jetzt einen zweiten Sohn bekommt, dann ist die Sache ganz sicher. Und das würde ein Aufatmen bedeuten für zum Beispiel Engeltraut, die wir dann auch verloben bzw. verheiraten können. Und Wilhelmina ist ja auch noch unverlobt. So, außerdem gibt es noch eine Nichte, um die wir uns kümmern können. Nicht die Tochter von Hugo, sondern eine Tochter hier, Heilviva von Albrecht. Und ja, im Moment ist der Heiratsmarkt nicht ganz so günstig. Ich habe mal nach Bündnissen geschaut, die irgendwie auch passen und in der Nähe sind, also jetzt nach Polen und weit nach Italien runter oder nach Holland oder mit so ganz alten Leuten will ich sie jetzt doch nicht verloben. Wir haben zuletzt gesehen, dass es nicht so viel gebracht hat. Hier ist vielleicht jemand, obwohl sie ist 21 und erst 14, auch schwierig. Ja, hier meinte ich eigentlich, der Graf von Linz. Ach, das ist alles nicht so schön. Im Moment gibt es da wirklich keine guten Partien. Wir gucken mal weiter. Es sollte schon auf jeden Fall im Reich sein. 51. Hier in Franke, also eine Hochzeit mit Bürgermeister kommt auch gar nicht in Frage. Nee, ehrlich gesagt, das passt nicht so ganz. Das passt nicht so ganz. Im Moment leider keine Kandidaten für sie. Wir warten noch ein paar Jährchen. Ansonsten wird sie dann vielleicht mit einem Ritter verheiratet oder wir finden noch einen Baron oder ähnliches. Der Kaiser im Übrigen, der ist jetzt dabei, hier Herzog Dietrich zu schlagen. Und ich bin gespannt, was er mit ihm machen wird. Der wiederum hat natürlich, der hat einen Sohn, was heißt natürlich, der interessant ist und tatsächlich jetzt auch noch zur Verlobung stehen würde, Baron Otto von Saarburg. Allerdings würde man in so einer Situation, wo es quasi so eine, ja, wo der Herzog Dietrich sich ganz offensichtlich als Wahnsitziger erwiesen hat, würde man da in dieses Haus einheiraten? Das wäre eine klare Stellung, die man gegen den Kaiser beziehen würde. Nee, das finde ich eigentlich nicht sehr passend. Gut, also das lassen wir. Wir schauen mal, dass wir hier in die Nähe kommen. Genau, wir marschieren auch schon korrekt. Und wir beobachten mal die gegnerischen Bewegungen. Die Armee zieht dorthin. Was machen unsere Leute? Die sammeln sich. Wir bleiben da erstmal im Rückraum. Ich glaube, es wird jetzt zu einer größeren Schlacht kommen. Alles andere wäre dumm, wenn das jetzt die Christen nicht täten. Ja, da sieht es mir ganz so aus. So, um rechtzeitig... Naja, wir bleiben mal da. Schauen wir mal. Ja, da kommt es zur Schlacht. Okay, und das ist dann doch der Moment, wo wir mit einsteigen werden und das Ganze verfolgen. Okay, also im Moment unsere Seite unterlegen, deutlich unterlegen mit minus 30. Ja, und hier ist der Krieg gewonnen worden. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was macht er hier mit ihm? Setzt er ihn ab? Entzieht er ihm irgendwas? Wir wissen es nicht genau. Okay, wir verfolgen mal weiter diese Schlacht. Jetzt habe ich vorhin irgendwie falsch geguckt. Oder ist das eine neue Schlacht? Jetzt sieht es gut für unsere Seite aus. Komisch. Irgendwas hat sich da jetzt gerade getan. Plus 32 in jedem Fall. Und unsere Truppen dürften jetzt mit drin sein. Ja, das wird der erste große Sieg und das könnte dann auch der Wendepunkt in dieser Schlacht sein. Da sind wir. Wir könnten doch uns mal die Details anschauen, oder? Warte mal, kann man das irgendwie
Eure Truppen. Ja, es sind tatsächlich nur unsere, ne? Ha, oder? Nee, das sind ja alle. Das kann man nicht aufteilen. Soweit ich weiß. Regimentstyp. Nee. Bei den Rittern könnte man sich unsere raussuchen, wie sie gekämpft haben, aber das ist auch ziemlich müßig. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer im Einzelnen da dabei gewesen ist. Naja, gut. Am Ende eine große Schlacht, die die Christen gewonnen haben. Und die Frage ist jetzt, schließen wir uns jetzt irgendeiner Einheit an? Oh, die Auswahl ist groß. Die Auswahl ist groß. Ich würde sagen, ja, oder machen wir das? Begeben wir uns da wieder, schauen wir zu, was passiert. Ich meine, der Gegner ist jetzt erstmal vernichtet. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal stehen und gucken, wie sich die eigenen Truppen verteilen. An dieser Stelle verlieren wir allerdings Vorräte. Vielleicht rücken wir einfach ein bisschen raus. Bei den 11.000 Mann sollten wir zumindest nicht bleiben. Meine Güte. Jetzt schwärmen sie aber massiv aus. Okay, und hier, diese Heirat wurde jetzt vollzogen zwischen Oda und Emmerich. Alles klar. Ich bin gespannt, wann der Gegner wiederkommt. Er wird wiederkommen. Da sind zumindest 5.000, 7.000. Okay, da ist die Gegnerarmee, die wiederkommt. Das Blöde ist, dass jetzt natürlich die Kreuzfahrer hier extrem verstreut sind. Naja, da beginnt dann schon wieder das Problem. Dieser Chaos-Truppen. Jetzt ziehen trotzdem mal rein, würde ich sagen. 10.000 Mann sind es immerhin auch noch. Ja, sieht immer noch gut aus. Plus 8 für unsere Seite. Und es kommen noch mehr. Auf der Gegenseite auch. Ja, das ist ein Sieg. Wir kamen etwas zu spät. So, Gebhard hat auch einen Krieg gewonnen. Allerdings ging es ja tatsächlich um Schwaben. Ja, natürlich. Es ist gelungen. Also das Dynastieoberhaupt, Herzog Gebhard von Verona, zeigt hier eindrucksvoll, dass er nicht nur ein mächtiger Mann in Italien ist, sondern auch im Reich. Und ich würde sagen, das ist der Moment, wo wir uns beeindruckt dann auch zeigen und vielleicht hier, ja, mit ihm näher in Kontakt treten wollen. Wir werden ihn einmal beeinflussen, vielleicht dann sein Freund werden. Wäre doch auch was. Wir sind im Übrigen nicht mehr an der Spitze bei der Reichswahl. Da haben sich jetzt andere noch vorgeschoben. Also das ist ein wahnsinniges Auf und Ab. Und wenn ich das richtig sehe, übernehmen wir hier tatsächlich sogar eine Belagerung. Wow, ich bin beeindruckt. Das wäre natürlich. Oh Gott, da kam jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kam jetzt eben eine gegnerische Armee, die aber abdreht, weil hier unten eine Schlacht stattfindet. Ich wollte mich gerade freuen. Wir könnten hier eine Belagerung möglicherweise erfolgreich gewinnen. So, war das eben wieder ein Sieg? Ja, damit jetzt schon. Wie ist hier der Kriegsstand? Der Kriegsstand liegt bei 77%. Das ist doch mal eine Hausnummer. Okay, vielleicht können wir unseren Beitrag leisten. Der Gegner zieht weg. Sehr schön. Wir bleiben hier unangegriffen und führen diese Belagerung dieser natürlich sehr wichtigen Burg von Hervas an. 93%. Kommt, das wäre jetzt schön, wenn wir jetzt den entscheidenden Kriegsstand hier leisten am Ende dieses Kreuzzuges mit der Eroberung dieser Burg. 43 Tage allerdings noch. Ah, ich fürchte, da wird irgendwo anders vermutlich noch vorher eine andere Burg erobert werden. Oder 27 Tage, 93%. Komm, gib uns diesen Erfolg. Gott steh uns bei. 8 Tage, 6 Tage, 5 Tage, 4 Tage. Euer Bruno ist verstorben. Was? Bruno Etichonen? In was für einer Schlacht? Ist Thüringen irgendein. Nee, aber da ist Bruno gar nicht. Warte mal. Hat er mitgekämpft im Kreuzzug? Aber wieso wurde er von Bürgermeister Marquard von Spitz erschlagen? In der Schlacht von Peiting? Was ist denn da los? Wo ist denn Peiting?
Okay, hier fand eine Schlacht statt, wo unser Bruder gekämpft hat. Möglicherweise war er Reichsritter oder was? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Eckart von Rotenburg. Regensburg, Augsburg, Frontenhausen, Linz und München. Das sind die Angreifer. Herzog Kuno von Tirol, der Verteidiger. Und wieso ist unser Bruder damit bei gewesen? Ach, warte mal. Der Bruder ist ja der Vater des Herzogs von Thüringen. Und der Herzog von Thüringen, der ist in diesen Krieg oder ist in einen Krieg verwickelt, der dort offenbar stattgefunden hat. Okay. Angriff um, es geht um Parma. Noch nicht mal ein Krieg direkt im Reich. Das sind die Abtrünnigen. Meine Güte, der wollte wohl nicht auf dem alten Teil sitzen. Der wollte noch was erleben. Interessant. So, jetzt aber, entschuldigt, zu der entscheidenden Frage, was in 3 Tagen hier passiert. Jawohl! Jawohl! Wir haben die Belagerung erfolgreich beendet und waren, das sind die entscheidenden 7%. Wir haben den Kreuzzug entschieden. Ja, hervorragend. Hervorragend. Der Kreuzzug ist siegreich. St. Georg hat König Piero den Sieg im Heiligen Krieg um Badajoz geschenkt. Okay, das ist der neue König. Königreich Badajoz. Nachdem sie Al-Muzaffar und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwangen unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Da die besetzten Lande nun fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. Ja, sehr schön. Also, aus dem Hause Aragon führt er jetzt dieses Königreich. Ja, allerdings natürlich mit vielen muslimischen Untertanen. Viel Spaß dabei, König Piero. Kreuzritterkönig. Und jetzt werden wir belohnt. Genau. Alle Titel, okay, alles klar, 4000. Wir haben 321 Gold erhalten. Ich bin mir sicher, dass unsere Belagerung einen Anteil daran hatte. Und wow, 500 Gold. Das ist ja Wahnsinn. Ja, großartig. 437 Frömmigkeit und 1700 Prestige. Denn wir haben 1244 Punkte eingebracht und damit 7% aus der Kriegskasse erhalten. Ja, wunderbar, so sei es. Ich würde sagen, unser Marschall hat die Sache nun wahrlich gut gemacht. Wir werden die Armeen auflösen und, also wir stellen uns natürlich vor, dass sie heimreisen, ist ganz klar. Ja, und dann ist der Moment gekommen, wo wir dieses Geld investieren. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Wir werden hier unsere Getreideäcker ausbauen. Und was eigentlich jetzt auch noch schön wäre, ist, wenn wir jetzt anlässlich dieses Erfolges im Kreuzzug einen Tempel errichten können. Da fehlen uns nur noch 69. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Vielleicht hätte ich doch das ganze Geld in den Tempel stecken sollen. Es wäre angemessener gewesen. Aber gut, ich meinte, ein Großteil stammt ja immer noch daraus. Insofern würde ich sagen, warten wir da einfach ein bisschen, bis wir das Geld wieder zusammen haben. Das ist schon in Ordnung. Gut, Mathilda Riedel ist eine Verbrecherin. Ich bin mir nicht sicher, warum sie bei uns am Hofe ist. Ach so, sie ist eine von den Zugezogenen. Ja, okay, aber das interessiert uns jetzt eher weniger. Wir haben nicht erlebt, was da los ist. Das spielt hier auch keine Rolle. Ja, und natürlich hören wir inspiriert diese Nachrichten und lassen uns selber inspirieren, indem wir bei uns zu Hause wieder ein bisschen fleißig sind und diese Getreideäcker und den Tempel vielleicht auch sorgfältig planen. Allerdings geraten wir dadurch wieder auf die übliche Art und Weise in Stress. Ich denke aber trotzdem, unser Fleiß bringt uns dazu, auch Komplotte voranzutreiben. Ja, und auskeilen. Nee, im Moment sind wir eigentlich ganz guter Dinge, aber wer weiß, was
jetzt gleich passiert hier bei diesem stressigen Event. Wir haben einen Zusammenbruch. Ja. Sind mal wieder die gleichen Fragen, die wir uns stellen. Warum erledigen Sie das nicht einfach selbst? Pipapo. Ah. Okay, möglicherweise haben wir auch einen Fehler gemacht. Gucken wir mal, was hier passiert. Ich würfel eine 3, das heißt die mittlere Option. Ich schwöre bei Gott, dass ich bald jemanden verprügeln werde. Oh yeah. Tun wir das auch oder schwören wir das nur? Ich weiß es nicht. So, bin mal gespannt, ob der das da halten kann. Sehr interessant. Gut, auskeilen wollen wir nicht, aber wir gucken jetzt mal nach Thüringen, wie es jetzt aussieht. Und es ist eine Tochter geworden, Ida Etichon. Jetzt bin ich aber gespannt, das dürfte, also das wiederum, halt, nee, warte mal, auf unsere Geschichte, das dürfte... Doch, tatsächlich. Ida kommt dann noch davor, weil das ja ihre Kinder sind. Ja. Na gut, aber, dadurch, dass wir ja dann die Kontrolle darüber haben, wenn sie erben wird, ist halt die Frage, wann das passiert. Wie viel Kontrolle haben wir? Das Problem ist natürlich, wir haben keine Kontrolle über diese Heirat hier von Ida. Bei Amalrich ist es ja kein Problem, weil er in der Regel patrilinear verheiratet wird. Hier allerdings wird ja normalerweise auch patrilinear verheiratet. Und wenn sie das tut, bevor sie an die Macht kommt, das heißt während ihrer Regentschaft, wäre das schon wieder ein Problem. Das heißt, wir sind immer noch nicht auf Nummer sicher. Und das bedeutet, dass wir leider immer noch ein bisschen abwarten müssen, was unsere anderen Töchter betrifft. So ist das nun mal. Hier in Tirol, dieser riesige Krieg. Intern geht es um einen Befreiungskrieg. Ah, Lehnsautorität. Das lästigste aller Kriegsziele. So, es hat tatsächlich nicht geklappt, Herzog Gebhard zu beeinflussen. Aber immerhin, unsere Gemahlin inspiriert die Rekrutierung. Okay. Für uns vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ja, der Marschall ist großartig. Er ist Kreuzritter, ist natürlich jetzt gestärkt zurückgekehrt. Wunderbar. Und stets umsorgt ist freigeschaltet worden. Ah, unser Dynastieoberhaupt hat eine Wahl getroffen. Das können wir uns mal kurz anschauen bei den Vermächtnissen. Okay, also Sippe wird hier durchgezogen. Stets umsorgt. Krankheitswiderstand, mittlerer Bonus. Meinung Ehepartner plus 10. Weniger Komplikationen während der Schwangerschaft. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Nicht schlecht. Interessant. Also, unsere Dynastie, die scheint sehr stark zu sein, was die Familie betrifft. Und insofern passt es auch, wenn wir jetzt hier weitermachen. Im Übrigen, man könnte tatsächlich überlegen, ob man nicht auch hier den Schwerpunkt auf Familie setzt. Aber nein, das machen wir, weil wir ja immer noch Ratskanzler sind. Und dort sind die Außenbeziehungen entscheidend, würde ich sagen. Also, Schmeichler werden wir nehmen. Und das ist insofern auch besonders passend, weil ihr erinnert euch noch, dass wir gescheitert sind, hier uns mit ihm anzufreunden. Das geht auch immer noch nicht. 1119, erst in 20 Jahren. Aber vielleicht könnten wir uns mit diesem mächtigen Mann anfreunden. Und vielleicht müssen wir auch gar nicht mehr beeinflussen. Nun, Freundschaft. Ja, passt mal auf, wir beenden das Ganze. Ich glaube, das könnte 75%. Nicht übel, oder? Ja. Er ist schon einer der wichtigen, würde ich mal sagen. Wir schmieden mal dieses Komplott. Vielleicht können wir mit ihm dann, wenn wir die Freundschaft haben, auch ein Bündnis schließen. Das ist uns ja möglich, ohne Heirat. Wow, und ein Ritter nach dem anderen wird verbessert. Wie großartig. Sehr schön.
So, und in Weiler ist Straßburg gebaut worden. Nein. Wir haben um unsere Burg herum Felder dazu bekommen. Und damit steigt unser Einkommen auf 2,4. Gar nicht so schlecht für so eine kleine Grafschaft, wie ich finde. Im Reich wird es langsam wieder ruhiger. Außer in Tirol. Es gibt übrigens kein Bayern mehr. Bayern ist zu Tirol geworden. Und nun? Oh, Herzog Gebhard sieht aber nicht gut aus. Schwer verletzt. Oh mein Gott, ich glaube, es könnte sein, dass wir hier ein bisschen zu spät kommen. Respekt in Bewunderung. Angesichts meines Lebenswerkes ist es nur natürlich, dass andere mich respektieren. Ja, genau, so denken wir. Ich bin überzeugt, dass Herzog Gebhard ebenfalls das ein oder andere erreicht hat, was ihn mit Stolz erfüllt. Ja, genau. Ungefähr so viel wie wir. Vielleicht sollte ich ein kleines Gedicht in Auftrag geben, das unsere Taten vergleicht und so zeigt, dass wir beide aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Das klingt eigentlich ganz gut. Wir könnten aber auch einfach dafür sorgen, dass alle erfahren, wie großartig wir sind. Aber das passt auch zu uns. Er wird von meinen Erfolgen mächtig beeindruckt sein. Ja. Gefällt mir. Damit ist gleichzeitig auch unser Ruhm weit bekannt. Ein mildtätiges Angebot. Man versuche, mich Herzog Gebhard zu nähern, gestalten sich schwierig und das nicht zuletzt deshalb, weil er unter so viel Druck steht. Vor allem, weil er verwundet ist vermutlich und uns gar nicht vernünftig sehen kann bei diesen zugeschwollenen Augen. Vielleicht könnte es mir in mehr als einer Hinsicht nutzen, wenn ich dafür sorge, dass er einen Tag für sich bekommt. An dem er einmal etwas anderes als an seinen Hof denkt und ein Theaterstück in der Baronie von Verona besuchen kann. Puh, ernsthaft? Das bringt uns Anspannung? Nee, weiß ich nicht. Puh, Leute, ich würde sagen, das würfeln wir mal. Einerseits wollen wir das hier, andererseits geht das ein bisschen zu weit und lenkt uns ein bisschen ab. Ich würfle eine 2, tatsächlich. Er will es durchziehen. Okay, das wird nicht einfach werden. Aber es wird sich lohnen. Und nun der Ball. Okay, nachdem ich davon erfahren hatte, dass Herzog Gebhard am Tanz in Weinsberg teilnehmen würde, beschloss ich, dass dies die perfekte Gelegenheit für ein Gespräch mit ihm darstellte. Der Tag des Tanzes begann verhangen von grauen Wolken und anstatt des erwarteten rauschenden Festes erwartete ich mich bedrückte Stimmung. Und schon wieder ist der Versuch, sich mit jemandem anzufreunden, gescheitert. Wie frustrierend. Wie frustrierend. Das ist nicht seine Stärke. Und er benimmt sich auch oftmals irgendwie unmöglich. Ob er es jetzt für immer aufgeben wird? Okay. Unsere Gattin hat wieder einen Erfolg geleistet. Ein Komplott bei Hofe. Diesmal was? Diesmal soll Gräfin Ida ermordet werden? Okay, das geht natürlich zu weit. Wer kann das sein? Wer will denn unsere wirklich unschuldige, treue Frau umbringen? Das Blöde ist, also ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist, ich glaube, wenn wir einen Leibwächter anstellen, dann hilft das nur, Anschläge auf uns zu verhindern. Aber in dieser Situation müsste man das doch eigentlich machen, oder? Wir haben einen hervorragenden geeigneten Mann ja hier, den Kreuzritter und Schwertmeister Michael. Ich hoffe, dass er unsere gesamte Familie beschützen wird. Kostet natürlich eine Stange Geld, aber auch wenn wir oftmals von unserer Frau oder auch wenn wir oftmals unsere Frau nicht so gut behandelt haben, im Inneren wissen wir natürlich, was wir an ihr haben. So, und Wilhelmina ist auch erwachsen geworden. Ja, und bei ihr ist natürlich jetzt, sie ist so weit hinten in der Erbfolge, dass man bei ihr durchaus mal schauen könnte, ob es eine gute Partie gibt. Graf Dedo ist schon 60. Wen haben wir hier? Hesso von Habsburg. Okay. Hesse von Habsburg ist allerdings komplett landlos.
ist Ratsverwalter von Graf Otto von Aargau. Naja, gut, für die fünfte Tochter vielleicht keine schlechte Partie. Könnte man machen. Hier haben wir noch auch jemand mit Ansprüchen. Regona von Bologna. Ah, der kommt aus dem Istrienhaus, wo Kaiser Ulrich also mal herrscht, oder aus dem Kaiser Ulrich stammte. Ist der Sohn von Herzog Poppo. Das ist insofern keine schlechte Partie, muss man mal sagen. Herzog Poppo von Istrien, er ist der Haupterbe. Warum nicht? Also dafür, dass sie unsere fünfte Tochter ist, kann man das, glaube ich, mal machen. Gut, er bringt jetzt nicht viel in ein mögliches Bündnis ein, aber ich denke, die Partie ist trotzdem gut. Wir werden ihn übrigens mal fragen, wenn wir keine Freunde werden, könnten wir doch aber über ein Bündnis sprechen. Aber vermutlich geht das nicht, weil er noch im Krieg ist. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, wir warten mal den Krieg ab. Und wer meldet sich hier? Der Herzog von Bar, der auch Teil des Reiches ist. Er ist ein Franke, okay. Interessant. Lüstern, ehrgeizig und ruhig. Ich habe Gutes über euch gehört und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Hoffentlich seid auch ihr dieser Idee zugetan. Ich freue mich auf eure baldige Antwort. Ja, was machen wir? Beginnen wir den Briefwechsel? Warum nicht? Ich meine, wir sind Ratskanzler, wir schreiben jeden Tag Briefe. So, das Bündnis mit Poppo ist geschmiedet. Alles klar. Stimmt, Poppo sollte doch mal der Kaiser werden. Zumindest, wenn es nach seinem Vater ging. Ich erinnere mich. Oh, und endlich ist es soweit. Ich habe schon wieder drauf gewartet. Wir können ins Freudenhaus. Das hilft uns schon sehr. Hat sich hier schon... Ah, was ist denn hier los? Ha, Krieg mit Kastilien. Ich lache mich tot. Piero will es gleich richtig wissen, aber die Kastilier, die zeigen ihm gleich, wo die Hake hängt. Der denkt wohl, er wird jetzt gleich Kaiser von Spanien. So, Anspannungsstufe verloren, sehr schön. Ritter verbessert, der alte Albrecht. Auskeilen wollen wir nicht und wir können König Charles den Krieg erklären. Ach, weil Gräfin Ida von Straßburg, die hat Ansprüche. Okay. Ah, jetzt sehe ich das erst gerade, was hier passiert ist. Frankreich hat sich die gesamte Provence geschnappt. Und dort hat unsere Frau natürlich gräfliche Ansprüche. Alles klar, ich verstehe es. Aber ja, das ist natürlich eine Sache, die nicht in unserer Reichweite liegt, würde ich mal behaupten. Gut. Und weil gerade so ein schönes Datum ist, der 1. Januar 1101, werde ich an dieser Stelle diese Folge beenden. Wir haben immer noch ganz gute Mittel, um vielleicht in Bälde, auch wenn wir hier und da mal ins Freudenhaus gehen, ein Tempel zu errichten. Es fehlen nur noch 27 Goldstücke, die wir vielleicht so in 2 Jahren zusammenbekommen. Und das wäre schon ein großer Schritt nochmal für unsere kleine Grafschaft. Nochmal ein Blick nach Thüringen. Oh, und es gibt einen zweiten Sohn, Baldarich. Okay, er ist zwar ein Stotterer, aber egal, er ist da. Und das bedeutet, dass wir auch unsere dritte Tochter Engeltraut meines Erachtens normal patrilinear verheiraten können. Und damit sind alle unsere Kinder, außer die älteste, verheiratet. Die sieht auch ein bisschen blass und traurig aus angesichts ihres Schicksals, aber da muss sie durch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.